herzlich willkommen auf DC Travel, dem Kanal für etwas abseitig gelegenere Reiseziele. Heute geht's mit der Fähre von Guyana über den Cowtown River nach Suriname. Anschließend ein paar Tipps, wo liegt Suriname eigentlich, was kann man da sehen, wie schaut's dort aus, Hoteltipp und einige andere Reisetipps für Leute, die eher individual reisen möchten. Bevor wir auf die Fähre steigen, das ist der perfekte Moment, um mir ein Like oder ein Abonnement dazulassen. Vielen Dank. Wo fährt diese malerische Fähre nochmal? Die fährt von Guyana nach Suriname. So circa 20 Minuten dauert die Fahrt leider nur. Wo genau fährt sie? In der folgenden Karte sehen wir dazu mehr. Wir fahren von Molson Creek nach South Train. South Train liegt in Suriname. Suriname liegt in Südamerika. Die Hauptstadt ist Paramaribo und das Land ist zwischen Französisch-Guyana und Guyana an der Nordküste. Willkommen bei den Reisetipps für Suriname. Das ist ein wirklich etwas verborgenes Land in Südamerika. Und die Einreise, wie hier gezeigt, mit der Fähre von Guyana ist nochmal eine Spur abenteuerlicher. Auf jeden Fall Reisetipps hier, wer das machen möchte. Und man braucht für die Einreise mit der Fähre von Guyana kommen nach Suriname, das gleiche gilt auch umgekehrt, genau 4 Dokumente. Und zwar natürlich am wichtigsten der Reisepass. Der muss noch gültig sein, mindestens 6 Monate. Dann, momentan wird noch abgefragt, der Impfstand, und zwar für 2 Impfungen. Natürlich Covid, vollständige Impfung wird hier vorausgesetzt und momentan kann man auch nur noch mit der vollständigen Impfung einreisen. Das wird tatsächlich als allererstes gecheckt in einem kleinen Kontrollpunkt vor dem Fährterminal. Und die zweite Impfung, Gelbfieber. In Suriname möchten Sie eine Gelbfieberimpfung haben, wer mit der Fähre einreist. Es kann sein, dass man das nicht braucht, wenn man per Flugzeug von Amsterdam kommt. Wenn man durch den Regenwald einreist, auf etwas verschlungenen Pfaden von Guyana aus, dann ist die Gelbfieberimpfung gesetzt und die wird auch mehrfach kontrolliert. Und jeder, der nach Suriname einreist, egal ob Fähre, Flugzeug, zu Fuß oder von den Nachbarländern auskommen, wie auch immer, braucht diesen Entry-Free-Voucher, 25 US-Dollar pro Person, ist online zu kaufen. Ich habe den ausgedruckt, ist bei Behörden manchmal einfacher, den ausgedruckten Zettel dabei zu haben. Der muss auf jeden Fall vorher eingelöst werden. Die Videobeschreibung unten, da ist der Link zu finden zu der offiziellen Stelle, wo das geht. Es ist ziemlich easy, man kann per PayPal bezahlen. Und ist kein Problem, kriegt ein PDF zugeschickt, kann man dann digital mitnehmen. Oder für alle Fälle, falls Handy verloren geht, was weiß ich, nimmt man den Zettel mit. Der wird auf jeden Fall auch verlangt von den Behörden in Suriname für die Einreise. Es gibt am Flughafen in Amsterdam Schiphol und am Flughafen in Paramaribo, der Hauptstadt von Suriname, auch nochmal Büros, wo man das Ding nachträglich kaufen kann. Wir sind ja mit der Fähre hingefahren und mussten es deswegen vorher besorgen. So sieht es aus. Beantwortet sich auch die Frage, warum man in Südamerika keinen Rollkoffer dabei haben sollte. Die Immigration in Suriname fragt die von mir eingangs gezeigten 4 Dokumente ab. Nochmal. Und dann geht es mit dem Taxi in Richtung Hauptstadt. Das kann man von vornherein buchen oder direkt bei Ankunft. Kostet um die 20 Euro für die 4-stündige Fahrt in die Hauptstadt. Thank you.
Fahrt von Ost nach West über den Suriname River in Richtung Paramaribo, der Hauptstadt von Suriname. Dort gibt es ein UNESCO-Welterbe im Stadtzentrum zu sehen. Ich zeige hier gleich ein paar Fotos. Wichtig für Traveler. Es gibt einen zentralen Markt, wo man eigentlich alles kaufen kann. Zu essen, Ausrüstung, Klamotten, Taschenmesser, Dosenöffner. Wer seine Hängematte vergessen hat, wird hier fündig. Und insofern ist es ein sehr netter kleiner Ort, um alle notwendigen Erledigungen, die man als Traveler so hat, für die eventuelle Weiterreise in Richtung Regenwald zu erledigen. Hotelempfehlung ist das Boutique Hotel Pepperpot auf der östlichen Seite des Suriname River. Taxi in die Stadt kostet 5 Euro. Das Hotel ist super direkt neben dem Pepperpot Naturpark. Das Hotel hat ein Restaurant, das Frühstück ist klasse und es ist sehr, sehr gut geführt. Man kann Räder leihen. Die Leute sind sehr, sehr behilflich, wenn ihr Ausflüge plant. Mietwagen gibt es auch. Im Prinzip ja ein klasse Laden. Und für uns eine sehr schöne Anfahrtstation nach dem etwas stressigen Guyana. Hier konnte man sich's gut gehen lassen. Will man immer wissen, beste Reisezeit möchte der Deutsche wissen, ja, Suriname ganzjährig, Regenwald und Küste, kann man das Ganze aber hinfahren, muss man glaube ich nicht nach Monsun oder sowas achten, das ist ziemlich easy. Einfachste Anreise ist mit KLM ab Amsterdam, gibt täglich einen Flug, Amsterdam Paramaribo, der geht so 8 Stunden zu sehen in Suriname, das ist was für Naturfreunde. Regenwald, große Flüsse, die Küste, Schildkröten, Faultiere, you name it. Das ganze Programm mit Dschungel und allem. Es gibt Lodges. Ist vielleicht eher ein Upmarket-Ziel, aber man kann auch als Backpacker da ganz gut hinkommen. Sprache, es wird kein Spanisch gesprochen, sondern Englisch. Die meisten werden euch auf Niederländisch anreden. Das ist aber auch kein Problem. Die switchen dann sehr schnell um auf Englisch. Englisch spricht im Prinzip jeder. Die Autos fahren auf der anderen Seite, das ist irgendwie ganz witzig, so wie in England oder wie in Guyana. Das sind die beiden einzigen Länder in Südamerika, die Linksverkehr haben. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber auch kein Problem. Straßenverkehr, ich werde es gleich im Video nochmal zeigen, ist ziemlich einfach und easy. Nichts Besonderes, was hier zu beachten gilt. Also wer einen Mietwagen nehmen will, um Paramaribo herum einfacher zu erkunden, dem sei das empfohlen. Ich denke, das ist kein Riesenproblem. Wie kommt man weg von Suriname, wenn man nach Südamerika will? Abenteuerlich ist natürlich der Transfer nach Guyana. Siehe das Video von dieses Video bzw. das Guyana-Video, wo ich das nochmal gezeigt habe, wie wir das gemacht haben. Sehr langwierig, dafür preiswert. Man kann auch fliegen, zum Beispiel von Paramaribo in die Karibik oder nach Brasilien, wenn man Suriname in ein Südamerika-Programm einbinden will. Bietet sich Brasilien als einfachste Option an. Ansonsten ist Suriname wirklich sehr, sehr nett. Sehr nette Leute, sehr gute Infrastruktur. Es ist preislich okay. Es gibt wahrscheinlich preiswerte Länder in Südamerika. Es gibt sehr schöne Lodges und Resort-Hotels entlang diverser Flüsse in alten Plantagen. Die sind sehr empfehlenswert. Bisschen teurer, aber wirklich hübsch. Und ansonsten kann man hier auch ohne große Vorplanung hinfahren. Das Land ist sehr aufgeräumt, hat eine gute Infrastruktur und man kann die meisten Reisebestandteile auch vor Ort organisieren. Hier noch ein paar Impressionen von der Fahrt zum Flughafen. Da geht nur ein Taxi. Züge gibt es keine. Taxi braucht circa eine Stunde. Der Flughafen ist 40 Kilometer von Paramaribo entfernt und kostet 25 Euro die einfache Fahrt. Das Hotel kann euch da helfen, das zu organisieren. Das ist ziemlich problemlos. Die Straßen sind leer. Die Gegend ist hübsch. Der Flughafen ist klein und es gibt einen täglichen Flug
mit der KLM nach Amsterdam. Das waren die Reisetipps für Suriname hier auf DC Travel, dem Kanal für die Eroberung des Sinnlosen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.